Auf der Wache wird jetzt der Geist einer Verstorbenen zum Einsatz für Polizeioberkommissar Peter Rothmeier. Er macht hier so einen Weihrauchschwenker in der Hand. Oh. Ich muss jetzt Aufrufe erstatten. Sie müssen mir helfen. Was ist denn das hier? Muss das mit in die Wache? Ja, das muss mit. Auf jeden Fall. Ich nehme Ihnen das an. Nur so kann ich meine Mutter davon fernhalten. Bitte, geben Sie den Schwenker. Ich passe darauf auf. Ich muss unbedingt Selbstanzeige erstatten. Ja, der Kollege kümmert sich darum, sind Sie. Gut. Was haben Sie denn da? Entschuldigung, ein Radio. Es kommen hier Stimmen raus. Hier kommen eindeutig Stimmen raus. Aus dem Alu verpackten Radio. Ja, ganz genau. Ich habe das extra hier drin eingepackt. Ich habe gehört, wenn man es mit Alu einpackt, dann ist der Beweis hier noch drin. Das geht hier nicht raus. Wissen Sie was? Ich wollte gerade sagen. Also, kriegt das nur einer mit und glaubt es. Ich nehme mal das Radio, aus dem Stimmen rauskommen, was allerdings nicht ungewöhnlich ist, wenn man einschaltet. Ja, also wirklich wahr. Also gehen Sie mal bitte in Büro Nummer 5. Ja. Gehen Sie mal bitte hier rein. Ich bin doch sehr durcheinander. Also Sie können ja gar nicht sich vorstellen, was ich hier durchmache. Nee, ich kann nicht jetzt. Die Frau hat eine Vermutung, warum sich ihre verstorbene Mutter ausgerechnet jetzt zu Wort meldet. Ich will eine Selbstanzeige machen. Warum das denn? Meine Mutter, die ist vor 2 Monaten gestorben. Ja. Gott hab sie selig. Und ich habe ihr... Ich habe einfach das Armband gestohlen. Ich habe ihr das einfach weggenommen. Das war gar nicht für mich. Zu Lebzeiten noch, oder? Nein, nach dem Tod. Nach Postmortem. Sie hat es jemand anders vererbt. Und ich hänge... Das ist zwar nichts wert, eigentlich wertlos. Wer ist denn dann auch Miterbe? Ja, mein Bruder. Der Jens. Was hat das denn für einen Wert? Ach, eigentlich gar keinen. Das ist ein emotionaler Wert. Das ist von meinem Papa. Und der Papa, der ist früh gestorben. Und dann musste ich meinen Bruder mit großziehen. Meine Mama, die war den ganzen Tag immer arbeiten. Und dann, dann ist die Mama jetzt gestorben. Und anstatt mir das Armband zu erben, wo ich doch so dran hänge, sie wusste es, dass ich das Armband... Ich habe meinen Papa so geliebt, wissen Sie. Ich bin total durcheinander. Ist das Armband aus 1001 Nacht denn speziell ihrem Bruder vererbt worden? Ja. Nein, nicht mein Bruder speziell, sondern meiner Schwägerin. Ach, der jetzt? Ja, und das finde ich irgendwie so unfair. Wie kommen Sie jetzt darauf, dass die Wegnahme von diesem Armband mit irgendwelchen Stimmen aus dem Radio zu tun hat? Ich höre da Stimmen raus. Meine Mutter ist ein Geist oder so. Was sagt sie denn, die Mutter? Die sagt, gib das bitte ab. Du hast es nicht verdient. Dann gehe ich morgens, steig aus dem Bett. Da ist auf einmal ein Kleid von der Mama auf meinem Bett. Ich frage mich, wie es da hingekommen ist. Dann sind die Möbel verrückt. Ist der Stecker denn in der Steckdose? Ist der Stecker von dem Radio in der Steckdose? Nein, entspricht, das oder nicht? Radio ist oben auf dem Dachboden. Seit Tagen. Und dann habe ich mir mal allen Mut genommen und bin hochgegangen. Ja, und dann stand das Radio da. Und dann bin ich näher dran und habe dann Handabdruck gesehen auf dem Radio. Und das war aber jetzt nicht mehr da, der Handabdruck. Nein, habe ich jetzt... aus Versehen wahrscheinlich weggewischt. Besser weggewischt, und man genau, hat mir ja gesagt, wickelt's mal in Alufolie. Habe ich mal irgendwo gelesen. Ja, ja. Und dann, das ist der Beweis. Ich bitte Sie darum, ich drehe doch durch hier bald. Ja, ich auch. Ja. Frau Hase, wie sieht es denn aus? Kann vielleicht Ihr Bruder, der den Armreif ja vielleicht vermisst, dahinter stecken? Nein, der Jens, der ist in Afrika zurzeit beruflich. Was macht er denn da? Ja, der ist da Tontechniker. Und da ist garantiert mein Bruder, der ist seit 4 Wochen in Afrika. Das kann nicht mein Bruder sein. Kann nicht sein. Muss die Mutter sein. Ja, eindeutig. Und Sie denken, irgendjemand ist in Ihre Wohnung gelegentlich und spukt da rum? Oder ja, nicht irgendjemand, sondern der Geist meiner Mutter. Da das relativ unwahrscheinlich ist, bestellt Christian Reuter die Schwägerin umgehend auf die Wache. Ja, ist so, dass vermutlich Ihre Schwägerin im Besitz dieses Armreifens ist. Wir haben uns das schon gedacht. Ja? Ja. Aber wir wollten das in der Familie ein bisschen anders regeln. Wir wollten keinen Streit haben. Okay. Mahlzeit. Das ist übrigens die Schwägerin, ne? Von der Diebamäe, ja. Mhm. Die Frau Hase ist gar nicht so wirr, wie wir dachten. Die hört tatsächlich Stimmen. Das Dingen, so eine Bluetooth-Box. Okay. Diese Box, aus der die Stimmen rauskamen, ja, das ist eine Bluetooth-Box. Das muss man sich vorstellen, dass man einen Sender hat, ja, in dem man reinspricht. Und aus dieser Box kommt dann die Stimme auf einer Entfernung von, ja, wenn man Glück hat, vielleicht sogar 300 Meter. Ja, und dann, diese Box war halt in diesem Radio versteckt und verschraubt und so hat es natürlich den Anschein, als käme aus einem kaputten Radio tatsächlich eine Stimme heraus.
Haben Sie einen Schlüssel zur Wohnung? Ja, von ich habe einen Schlüssel, weil ab und zu gießen sich da nochmal die Blumen. Ja. Ne? Waren Sie in den letzten Tagen mal dort? Also in den letzten Tagen war ich nicht dort. Nicht. Und Ihr Mann? Mein Mann hat auch einen Schlüssel, aber der ist zurzeit in Afrika. Der ist Tontechniker und der dürfte eigentlich noch gar nicht zu Hause sein. Das sagte die Schwägerin ja auch, das ist doch der in Afrika. Ja. Hat die doch gerade auch gesagt. Haben Sie eine telefonische Erreichbarkeit von Ihrem Mann? Ja. Also ich kann die Firma, wollen Sie anrufen? Ja. Ja, wenn der doch eh nicht da ist und in Afrika ist. Ja, aber mal hören. Ja, dann hör mal. Das ist ja, kann man ausschließen dann alles, ne? Okay. Ich habe dann mal versucht, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und habe versucht, den Arbeitgeber von Herrn Hase zu kontaktieren. Das ist mir dann gelungen, Produktionsfirma. Die gaben mir an, dass er sich tatsächlich in Afrika befunden hat, in einem gewissen Zeitraum, allerdings schon seit gestern Abend wieder in Deutschland ist. Sie sind gestern Abend in Frankfurt gelandet. Warum er sich jetzt nicht bei seiner Frau gemeldet hat, das konnte ich natürlich nicht feststellen. Also er war tatsächlich in Afrika, er war, aber die sind gestern Abend schon in Frankfurt gelandet. Also er müsste da sein. Jetzt, meldet er sich nicht? Oder? Ja, Moment, das haben wir gleich. Tatsächlich erscheint der Ehemann wenig später auf der Wache. Angeblich hat er mit seinem Team am Flughafen Abschied gefeiert und ist in einer Kneipe versackt. Deswegen habe er sich noch nicht bei seiner Frau gemeldet. Es geht darum, dass Ihre Schwester einen Armreif ihrer verstorbenen Mutter hat, der Ihnen vererbt werden sollte. Richtig? Richtig. Vielmehr ihr jetzt, Ihre Frau, ne? Genau, meiner Frau sollte der vererbt werden. So war es testamentarisch festgelegt. Und jetzt hat aus emotionalen Gründen Ihre Schwester also eine Bindung an diesen Armreifen und hat den an sich genommen, ne, wovon Sie nichts wussten. Aber gedacht hatten Sie sich das schon, gedacht ne? Gedacht haben wir uns das schon. Das ja. Sie auch. Wir haben es vermutet. Ja, und jetzt kommt der Akt, wo der Opa die Oma packt. Und zwar hat dann irgendjemand aus dem näheren Umfeld, anders kann ich mir das nicht erklären, so eine Bluetooth-Box in einem Vorkriegsradio auf dem Dachboden versteckt. Und aus dieser Bluetooth-Box kam immer eine Stimme. Was hat sie gesagt? Gib es zurück. Gib es zurück und du Diebin und so was alle. Sie lachen. Wissen Sie, was haben wir gerade auch fast. Aber Ihre Schwägerin ist fix und fertig. Die ist fix und fertig. Jetzt unsere Frage. Sie sind ja da auch, glaube ich, berufstechnisch sind Sie ja da visiert. Was? Haben Sie damit irgendwas zu tun? Nein. Ich war die ganze Zeit in Afrika jetzt, die letzten 4 Wochen. Ja. Dort dementsprechend haben wir einen Film gedreht. Und wir sind gestern schon wiedergekommen. Ja, und sind aber noch in der Kneipe versackt. Okay, das kann ja mal passieren. Das könnten auch rein theoretisch Arbeitskollegen oder so beweisen oder bestätigen. Ich habe hier eine Rechnung, dass wir gestern Abend mit mehreren Mann noch dementsprechend unterwegs waren. Disco Mirrorball. Ja, Frankfurt am Main. Na, leck mich an die Füße. Aber es hat geschmeckt. Was? 751 Euro? Ja, aber es war gut. Ja, da haben Sie, da glaube ich wohl, für 751 Piepen wäre mir auch da gut gegangen. Da weiß der, wo ich heute Abend hingehe. Bis morgen früh mache ich Party. Mit derselben Summe. Was? Ordentlich, ja. Ich will es nochmal. Die Streife ist gerade mit dieser Dame hier hingekommen. Die hat in dem Haus ihrer verstorbenen Mutter wohl Möbel verrückt. Lara. Die Kleiderschränke. Okay, man kennt sich. Sie konnte sich nicht ausweisen. Aha. Also ich wusste jetzt bisher nicht, wer sie ist. Ja, anscheinend. Ja. Die Tochter, ne? Hast du gehört? Ja. Und du warst in der Wohnung von der Tante? Ja. Gut, ich lasse euch mal alleine. Ja, mach mal. Was hast du denn da gemacht? Wolltest du aufräumen oder putzen oder was? Nee, ich habe ein bisschen die Möbel bei ihr verrückt. Warum? Mama, Papa, wir wussten doch, dass sie den Armreif geklaut hat. Dass sie den, die sich genommen hatten, das mit den Handwerkern, das war nur eine Ausrede, das wussten wir doch alle. Ich wollte das aber nicht so durchgehen lassen. Ja, aber du weißt, wie sie reagiert. Ja, das ist mir doch egal, es geht um die Gerechtigkeit. Ich darf doch nicht einfach was nehmen, was ihr nicht gehört. Das hast du gar nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Ja, hat sie super gemacht. Ja, meine Tochter. Ja, finde ich auch, ist total hervorragend. Ja. Können Sie was dazu sagen? Ja, das gehört auch mir. Das habe ich in dem Radio versteckt. Und dann haben Sie da
Spukgeschichten daraus erzählt oder was? Ja, ein paar Aufnahmen habe ich da einfach abgespielt. Damit hat sich die 21-Jährige des Hausfriedensbruchs strafbar gemacht. Peter Rothmeier informiert umgehend die Tochter der Verstorbenen über die überraschende Wendung in dieser unglaublichen Geschichte. Sie brauchen auch nicht mehr an ihrem Verstand zweifeln, ob ihre verstorbene Mutter mit ihnen spricht. Das tut sie nämlich nicht. Okay, aber? Ihre Nichte steckt dahinter. Wie bitte? Ja, ihre Nichte war in ihrer Wohnung. Nein. Hat dann diesen Lautsprecher im Radio versteckt. Nee. Und so getan, als wenn sie die verstorbene Mutter wäre. Die Lara? Nein. Ja. Nein. Die ist jetzt gerade auch hier im Nebenbüro mit dem Rest der Verwandtschaft. Okay. Die hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Es ging tatsächlich nur um den Armreif. Also es ging nur um den Armreif. Ja, ja. Und ich habe schon gedacht, ich drehe am Rad.